Faszination Hausboot. Kaum eine andere Wohnform ist so vielfältig wie das Leben auf schwankenden Planken. Ein Spielfeld für Individualisten. Das Hausboot-Puzzle. Passen oben und unten zusammen? Wir sind alle ein bisschen aufgeregt, weil es ist ein neuer Ponton ingeniert worden. Das Haus ist auch neu und das muss jetzt wie Lego zusammenpassen. Wir haben alle den Schritt getan, das übliche Wohnen an Land aufzugeben und was anderes auszuprobieren. Immer mehr Deutsche zieht es zum Wohnen aufs Wasser. Nein, stopp! Zurück, zurück! Zurück! Formen und Farben sind auf Hausbooten keine Grenzen gesetzt. Wer sich leisten kann, setzt individuelle Konzepte auf dem Wasser um. Ob auf dem Land, bei Bitterfeld oder in der Millionenstadt Hamburg. Der Gotschesee bei Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Ein Hausboot in der Schwebe. Der Wohnbereich wartet auf seine Vermählung mit dem Schwimmponton am Rand. Das vorgefertigte Oberteil aus Holz und Glas soll auf einen Schwimmponton gesetzt werden, der das Ganze dann über Wasser hält. Die spannende Frage ist, ob Ober- und Unterteil tatsächlich zusammenpassen. Die Verantwortung wiegt schwer, denn immerhin hat das zusammengesetzte Hausboot einen Wert von rund 190.000 Euro. Als Statiker guckt sich Konrad Hansen die Sache ganz genau an. Die größte Herausforderung besteht darin, der Ponton, der hier in Bitterfeld gebaut wurde, und das Haus, das in Leusen in Holland gebaut wurde, die tatsächlich zusammenzubringen. Weil wir unterschiedliche Planungsgruppen haben, muss hier sichergestellt werden, dass tatsächlich diese Dinge zusammenpassen. Ein Autokran wird das Oberteil auf das schwimmende Basement heben. Die größte Schwierigkeit ist, das gleichmäßig auszujustieren. Dass das Haus gerade hängt, dass sich das auf das Ponton besser einführen lässt. Gewichtsangabe ist eigentlich mit ausschlaggebend, dass das alles so passt, von den Anschlagmitteln her. Wenn man jetzt sieht, das Haus hängt jetzt ein bisschen schräg, jetzt müssen wir das versuchen irgendwie auszugleichen. Die maximale Traglast habe ich jetzt knapp 22 Tonnen und das Haus wiegt mit Anschlagmitteln 16,5 Tonnen. Daniel, wie sieht das jetzt aus jetzt mit der Schräghängerei? Ich würde sagen, dass wir hinten rechts, wo jetzt hier Jörg hinläuft, dass wir dort Schräge reinmachen. Weil das hängt so schräg nach hinten runter. Dann kommt es wahrscheinlich gerade, dass es dann oben nur so steht. Ja, und man muss sich ja eigentlich auch auf seinen Anschläger bzw. seinen Einweiser gut verlassen können. Ein bisschen Wind ist jetzt schon, aber das ist jetzt nicht so viel, dass man jetzt sagen kann, wir können es nicht ziehen. Weil der Aufbau schief am Kran hängt, werden die Tragseile neu justiert. Um den 12 Tonnen schweren Wohnbereich auf dem Schwimmponton gefahrlos befestigen zu können, sollte das Hausteil einigermaßen im Gleichgewicht sein. Er kann ja nicht die Traverse verschieben, das geht nicht. Jetzt hängt er ja auch wieder noch viel schiefer zu der Seite. Also. Ich würde sagen, wir lassen den Schenkel raus, schieben wir immer vorher. Ja, da hängt er besser. Ja. Die Balance für das Hausboot zu finden, erweist sich als gar nicht so leicht. Sie hatten den Schenkel zwischengesetzt, weil das vorher so lang schief hing, aber das war dann dadurch zu viel, ist jetzt schon wieder in die andere Richtung ganz schief geworden. Jetzt ist der Schenkel wieder raus und mal gucken, wie es jetzt hängt. Vorsichtig hebt der Kranführer das Hausboot an. Wirklich ganz waagerecht hängt es aber immer noch nicht. Also im Schlafzimmer bestimmt schon einen Schrank eingeräumt, dass das so schräg hing. So, wir setzen ihn drauf so. Das kriegen wir schon hin. Jetzt wird es langsam ernst. Wird die Hochzeit von Wohnaufsatz und Schwimmponton auf Anhieb gelingen? Vom Gotschesee nach Kopenhagen. Mogens Steffensen lebt hier in einer Hausbootgemeinschaft und das schon seit dem Jahr 2005. Die schwimmende Community unterhält sogar ein Gemeinschaftsboot, auf dem es auch eine Waschküche gibt.
Alle 20 Hausbooteinheiten können hier zentral ihre Wäsche waschen. Der Vorteil? Das Abwasser der Waschmaschinen fällt nur hier an, wird gesammelt und zentral abgepoppt. Und das Gemeinschaftsboot hat noch mehr zu bieten. A few years after the Einige Jahre, nachdem diese Gemeinschaft sich gegründet hat, wurde mit dem Bau dieses Bootes begonnen. Es wurde mehrfach erneuert und hat neuerdings auch eine Küche. Hier veranstalten wir Partys und Sitzungen. Da einige Boote sehr klein sind, kann man hier auch Gäste einquartieren. Jeden ersten Montag im Monat findet hier außerdem ein Meeting für alle 20 Boote statt. Wir haben außerdem diese Terrasse an der Westseite gebaut. Wenn man also von der Arbeit nach Hause kommt, kann man sich hier raussetzen und sich mit anderen Leuten unterhalten. Hier sitzen immer ein paar Leute. Am Anfang hat hier jeder sein eigenes Boot gebaut oder renoviert. Daher war hier unten sehr viel los. Nun liegt der Raum mehr oder weniger brach. Aber manchmal arbeiten hier immer noch Leute und deshalb haben wir unseren ganzen Kram hier drin. Früher arbeitete Mogens als Banker. Heute ist er als Immobilienmakler unterwegs. An der Hausboot-Community schätzt er vor allem den sozialen Zusammenhalt. Ich lebe hier seit 12 Jahren und mag es sehr, dass wir diese Gemeinschaft haben unter den 20 Familien. Wir machen sehr viel zusammen, helfen uns. Der eine kennt sich besonders gut mit einem Boottyp oder einer bestimmten Arbeit aus, der andere mit einer anderen, also tauschen wir. Wenn wir von der Arbeit kommen, trinken wir zusammen einen Kaffee und solche Dinge. Das läuft sehr gut. Natürlich ist es harte Arbeit. Man kann nicht einfach jemanden anrufen, der einem bei Reparaturen hilft, wie in einem Apartment oder einem Haus, wo es einen Vermieter gibt. Hier muss man manchmal komplett von vorn anfangen. Und ja, das ist hart. Den Verein Skibroen im Süden von Kopenhagen gibt es seit 1996. Angefangen hat es mit nur 5 Hausbooten. Mogens lebt auf einem 1942 gebauten, nur 54 Quadratmeter großen Boot. Weil ich auch rausfahren kann, kann ich keinen festen Wasserzulauf anschließen. Deshalb muss ich etwa einmal in der Woche Trinkwasser einfüllen. Alles, was aus der Toilette kommt und so weiter, geht durch eine Rohrleitung direkt in die Kanalisation. Somit gelangt kein Wasser in den Hafen. No water, anything is going into the harbor. Wenn das Boot fahrtüchtig ist, macht er damit Angel- und Tauchausflüge. Aber jetzt ist gerade was kaputt. Die Jahre sind im alten Kahn innen deutlich anzusehen. This is Das ist die Maschine, mein Baby. Sie ist fantastisch, 4 Zylinder. 1960 bei Alpha Diesel in Friedrichshafen gebaut. Man startet sie, indem man Luft presst. Dann steckt man es ein und startet die Maschine. Im Moment muss ich ein bisschen reparieren, also kann ich sie nicht vorführen. Aber sie ist unglaublich leise, wenn sie läuft. Und sie läuft. Zweimal im Jahr kommt ein pensionierter Ingenieur und hilft mir, den Motor zu warten. Ich bin immer gesegelt, geschwommen und getaucht, aber ich weiß nicht, wie man das zusammenschraubt. Früher habe ich in einer Bank gearbeitet. Jetzt bin ich Immobilienmakler, deshalb wusste ich überhaupt nichts über die Maschine. Deshalb habe ich, als ich mit dem Hausboot angefangen habe, gelernt, wie es geht und was ich an welcher Stelle wie machen muss. Ich konnte die Maschine starten, aber wusste nicht, wieso ich dieses Teil und nicht jenes bedienen musste. Aber jetzt kann ich selbst ein bisschen reparieren.
Ich weiß, wie die Maschine funktioniert und bin sehr stolz, dass ich, wenn ich ein Problem damit habe, ins Verzeichnis schauen, bei der Fabrik nach diesem oder jenem Teil fragen und es selbst austauschen kann. Das funktioniert jetzt sehr gut. Schiffe müssen regelmäßig auf eine Werft, um gewartet zu werden. Nur wer nachweisen kann, dass ein Schiff oder Hausboot sicher ist und wem nicht wegen drohender Durchrostung der Untergang droht, der darf dauerhaft im Hafen liegen. So ein Stahlboot zu unterhalten bedeutet sehr viel Arbeit. Vor allem für den, der sich um alles allein kümmern muss. Doch Mogens Steffensen ist an seine Aufgabe gewachsen. Volle Konzentration beim Kranführer am Gotschesee in Sachsen-Anhalt. Er muss das leicht schief hängende Wohnelement des Hausbootes auf den bereitliegenden Schiffsponton heben, ohne dass es Schaden nimmt. Angespannt ist aber nicht nur der Kranführer, sondern auch der Inhaber der Hausbootfirma, Ulf Sübel. Die Premiere ist, dass wir diesen Haustyp auf dem Betonponton, so wie er da jetzt am Kranhaken hängt, zum allerersten Mal so bauen. Und die Herausforderung, die wir hatten, ist logistisch eben alles zum Zeitpunkt X, nämlich heute Morgen 7 Uhr hier zu haben. Das war ja einmal die Kabine, die aus Holland geliefert wurde, und der Ponton, der hier aus Bitterfeld per Schwerlasttransport heute Nacht mit Polizeibegleitung und Sperrung der halben Stadt sozusagen in einer großen, also im Stück ja hierher gefahren wurde. Und das muss auch jetzt alles ja noch hier zusammen passen. Und genau das ist die spannende Frage. Wird die Montage von Wohnoberteil und dem schwimmenden Ponton zum fertigen Hausboot gelingen? Die Faszination von so einem schwimmenden Haus liegt einfach darin, perfekt wäre ja so ein schwimmendes Haus mit Kamin direkt am Berg auf einem See. Das wäre also alles, was die Menschen wollen. Feuer, Bergblick, Wasserblick. Wir können den Kamin, Feuer und Wasserblick sozusagen mit dem Bitterfelder Berg dahinter bieten. Aber ich denke, mehr geht nicht. Und dieses Gefühl, auf dem Floating House zu sitzen, ist natürlich noch mal ein ganz anderes, als an der Kaikante vielleicht in der ersten Reihe ein Ferienhaus an Land zu haben. Ja, man hat ja so ein direktes Wassergefühl. Morgens stehen sie auf. Sie können die Badehose anziehen oder auch nicht und ins Wasser springen und baden gehen, eine Runde schwimmen, angeln. All diese Sachen, die sind natürlich perfekt da auf dem Hausboot zu lösen. Doch dafür müssen erst einmal die Einzelteile zueinander passen. Wir sind alle ein bisschen aufgeregt, weil es ist ein neuer Ponton ingeniert worden. Das Haus ist auch neu und das muss jetzt wie Lego zusammenpassen. Das macht uns jetzt alle ein bisschen aufgeregt. Statiker Konrad Hansen ist zuversichtlich, dass alles passt. Wir haben jetzt den Ponton seit 6-7 Monaten vorbereitet für diese Wasserung und abgestimmt auf das Haus. Das Haus wird gebaut in Holland innerhalb von 3 Wochen, aber dazu braucht es natürlich eine sehr, sehr lange Planungsvorbereitung. Die Abstimmung mit dem Bauherrn, die Wünsche des Bauherrn, aber auch die technische Abstimmung im Detail. Der Kollege fädelt dort Kabel ein und ein Abwasserrohr und dann muss die Traverse, die sehen Sie jetzt nicht von unten, also zwei Schienen kann man sagen, die müssen genau in die davor vorgesehenen Kanäle passen. Und das muss der Kranführer aus seiner Perspektive machen, mit Einweisung durch jemanden, der per Funk ihn da leitet. Ist schon ein Handwerk, was gelernt sein will. 2 cm. Gut. Diese Aktion ist etwas unik, weil wir haben das bisher noch nicht gemacht, diesen Typ Hausboot mit einem Betonschwimmer ausgestattet. Und die Firmen haben so noch nicht zusammengearbeitet. Von daher ist es schon eine besondere Situation heute. Wenn man das nachher öfters gemacht hat, ist das natürlich alles eingespielt und flutscht und passt alles. Bei der Übergabe der Medien gibt es noch ein, zwei Paar Schwierigkeiten. Ist natürlich klar, wir haben zwei völlig verschiedene Gewerke und das ist ja auf Papier mal sehr schön alles anzuschauen, aber naja, in echt sieht es halt mal ein Ticken anders aus. Und da müssen wir jetzt eben spontane Lösungen für finden. Aber ich bin noch guter Dinge.
Die Kabelübergänge für die Stromversorgung passen noch nicht so richtig aufeinander. Der Kran hebt das Wohnteil deshalb wieder an. Entweder passen wir jetzt den Schacht an, der unten drunter liegt, oder wir passen halt das Haus unten drunter an. Und da sucht man jetzt an den Weg, wie wir am besten dann zusammenkommen. Jetzt wird die Flex zu Hilfe genommen. Wo genau, ist aber noch nicht klar. Wollen wir sehen. Einfach Gefühl. Jörg Sübel schreitet zur Tat. Der Vertriebler Thomas Fischer hat Verständnis für die Last-Minute-Korrektur. Wir versuchen natürlich, so gut es geht, zu planen, aber Papier ist immer sehr, sehr geduldig. Und wenn es dann wirklich gebaut ist, alles vor Ort steht, wir reden ja teilweise über einen Zentimeter, wo die Medienübergabe passen muss. Und das ist dann doch nochmal eine andere Welt. Ne? Kilometer nördlich in Hamburg. Hier liegt ein recht ungewöhnliches Hausboot. Es schwimmt zwischen zahlreichen Bürobauten auf dem Mittelkanal im Stadtteil Hammerbrook. Hier lebt der Architekt Daniel Wickersheim. Das futuristisch anmutende Hausboot gibt es nicht von der Stange. Er hat es selbst entworfen. Der Morgen auf dem Hausboot. Im Prinzip auch nicht anders wie beim Haus an Land. Es gibt einen Herd, der funktioniert tatsächlich, weil wir Strom haben, der vom Land kommt. Ich habe hier eine ganz schöne Situation, weil ich um meinen Herd rumlaufen kann. Was sich unterscheidet zu dem Wohnen an Land, ist in erster Linie die Nähe zum Wasser. Was einfach eine unglaubliche Faszination ausstrahlt für mich. Ich vergleiche das für mich immer wie diese archaischen Elemente, Feuer, Wasser eben, Luft, Erde. Am liebsten sitze ich hier an meinem Esstisch morgens, schaue aufs Wasser, den Enten zu und den Blässhühnern, die hier vorbeischwimmen und fühle mich eigentlich jeden Tag im Alltag als wenn ich im Urlaub wäre. Die Faszination vom Wasser hat schon für mich als Kind eine Bedeutung gehabt, als Jugendlicher. Von daher war mir schon immer klar, dass wenn ich mal sesshaft werde, dann muss das irgendwie am Wasser, auf dem Wasser sein, ob das ein Fluss oder ein Meer oder ein See ist, völlig egal. Dass das jetzt Hamburg geworden ist, das wusste ich früher auch nicht. Noch leben nur sehr wenige Menschen auf den zahlreichen Gewässern der Elbmetropole. Wickersheim ist einer der wenigen Vorreiter. Die Szene ist so vielfältig, wie die Menschen auch vielfältig sind. Was verbindet, ist die Leidenschaft zum Wasser sicherlich. Und auch was auszuprobieren, was ungewöhnlich ist. Man ist ja auch Pionier, wenn man in so einen Stadtteil zieht, wenn man aufs Wasser zieht. Man sitzt auf dem Präsentierteller beispielsweise, also die städtebauliche Situation ist nun mal so, dass man überall drumherum um das Hausboot laufen kann und reinschauen kann. Ne? Und das ist auch was, was uns verbindet. Ne? Wir haben alle den Schritt getan, das übliche Wohnen an Land aufzugeben und was anderes auszuprobieren. Sein Hausboot hat der Architekt bis ins kleinste Detail geplant, um den vorhandenen Raum optimal auszunutzen. Wenn man eine gute Planung macht für eine Küche und die Räume, dann kann man das alles ganz gut organisieren, dass man Stauraum hat, auch die letzten kleinen Ecken nutzt, um was unterzustellen. An Leben auf engem Raum ist Wickersheim gewöhnt. Bis zu seinem Umzug hierher bewohnte er ein WG-Zimmer in Altona. Ein Zimmer auf dem Hausboot bietet Wickersheim Urlaubern an. Sein Angebot ist begehrt, das Zimmer fast ständig ausgebucht. Die Vermietung an Gäste hilft dem jungen Architekten, die Kosten für sein Hausboot wieder einzuspielen. Hier ist das Gästezimmer.
was tageweise von mir vermietet wird an interessierte Gäste, die Hamburg anschauen wollen. Als Einbaumöbel gibt es hier eine Schrankwand als integriertes System, was der Architektur der runden Form angepasst ist. Das Gästebuch ist natürlich für mich auch schön, weil es eine Rückmeldung und Bestätigung ist und ich sehen kann, wie den Leuten das gefällt. Und das ist natürlich auch, tut gut und ist ja eine Anerkennung. Ab 300 Euro für 2 Nächte bekommen Gäste das Zimmer mit Aussicht. Eine ganz nette Anekdote fand ich, als wir hier gebaut haben und die Klempner auf dem Dach hier die Fassade und die Dacheindeckung gemacht haben, sagte mein Klempner irgendwann, du, angelt einer in deinem Garten. Und da ist mir das zum ersten Mal so bewusst geworden, dass die Wasserfläche hier eigentlich ja, mein Grundstück, mein Garten ist. Die gehört mir zwar nicht, weil sie gepachtet ist. Wasserflächen sind in der Stadt Hamburg nicht verkaufbar. Ja, aber dafür muss ich auch keinen Rasen mähen. Ne? Das Thema Wohnraum auf dem Wasser ist aus meiner Sicht so insofern kritisch zu sehen, dass man sich nicht davon erwarten darf, jetzt das Wohnraumproblem von Hamburg zu lösen. Ne? Dafür sind die Möglichkeiten zu gering und die Stückzahlen zu wenig. Aber, und das ist nicht zu unterschätzen, städtebaulich kann man damit jetzt gerade so Stadtteile wie Hammerbrook, die sehr gewerblich, industriell und mit Bürogebäuden strukturiert und geprägt sind, kann man sehr schön aufwerten, weil die Wasserflächen mit einem Schlag attraktiver werden. Bislang hat Wickersheim nur einen Nachbarn. Doch schon bald sollen 3 weitere Hausboote dazukommen. Am Gotschesee bei Bitterfeld geht es deutlich schneller voran. Hier hängt schon das 5. Hausboot am Haken und der Betreiber der Ferienanlage geht davon aus, dass es in Zukunft noch mehr werden. Da die an unterschiedlichen Orten produzierten Bauelemente noch nicht hundertprozentig aufeinander passen, greift Jörg Sübel zur Säge, um passend zu machen, was noch nicht richtig passt. Mit ein wenig Improvisation hoffen die Männer auf ein glückliches Ende. Für Konrad Hansen ist dies eine außergewöhnliche Situation. Ich bin von der Ausbildung her bin ich Statiker und da ist es natürlich sehr faszinierend, wenn sich plötzlich etwas bewegt. Jeder Statiker ist beeindruckt von drehenden Rädern und von schwankenden Planken. Das ist die Herausforderung für mich. Man merkt auch, alle ziehen eigentlich jetzt gerade am gleichen Strang. Das ist schon mal sehr gut. Also ist keiner dabei, der irgendwie jetzt ganz anders denkt oder so. Alle packen extrem gut mit an. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Das haben wir auch nicht immer. Also ja, man merkt das ja. Da wird was zugerufen. Da guckt man aufeinander. Man achtet ein bisschen drauf. Und naja, gut, es ist halt ein großes Haus auf einem sehr großen Ponton. Das muss alles passen. Und dann ist es endlich soweit. Thomas Fischer und Ulf Sübel betreten als Erste das zusammengesetzte Hausboot. Das Boot ist im Werk schon komplett abgenommen worden. Also wir wissen ja, was uns hier erwartet. Und jetzt kann eigentlich nur ein Schaden entstanden sein durch die Montage des Hauses oder durch den Transport. Es waren 800 Kilometer hierher, dann sieht es natürlich dementsprechend aus. Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen putzen und dann ist das. Aber ansonsten geht man eigentlich nur alles durch. Und wenn alles fertig ist, geht man mit dem Kunden nochmal durch und dann übergibt man es. Es soll ja schon in 7 Tagen die ersten Urlauber einziehen. Also wir müssen uns ein bisschen beeilen. Gut, wir sind jetzt erstmal erleichtert. Wir sahen alle sehr, sehr entspannt aus. In Wirklichkeit, im Inneren läuft dann doch immer noch was anderes ab natürlich. Naja, gut. Aber es ist nach wie vor, es ist halt ein Projekt. Das weißt du, das ist der Pilotbau. Jetzt muss das fertige Hausboot nur noch zu seinem endgültigen Liegeplatz geschoben werden.
Sie brauchen eine Baugenehmigung. Und dieses Baugenehmigungsverfahren, das dauert seine Zeit mit Flächennutzungsplan, mit den entsprechenden Beteiligungen der öffentlichen Behörden. Das können ja bis zu 50 Behörden dort angehört werden, die da alle irgendwas zu sagen haben, vom verschiedenen Naturschutzbehörden über die ganzen Fern- und Entsorger, über alle Belange, die so ein Baurecht betreffen. Und das ist genau unsere Spezialität. Wir als Firma schaffen eben Baurecht auf dem Wasser und beschäftigen uns damit und setzen das dann in ein, zwei oder drei Jahren auch um. Ich möchte auf jeden Fall noch mal ein schwimmendes Restaurant bauen. Entweder eine schwimmende Bar oder ein schwimmendes Restaurant mit einem Spa-Sauna-Bereich. Da haben wir tolle Entwürfe schon vorgelegt. Und nun hoffen wir, dass sich irgendwann eine Stadt oder ein Landkreis dafür interessiert. In der 2-Millionen-Metropole Hamburg gibt es gerade mal 60 Liegeplätze für Hausboote. Daniel Wickersheim wollte nicht nur ungewöhnlich, sondern auch ökologisch verträglich bauen. Der gelernte Zimmermann entschied sich daher für eine Holzrippenkonstruktion, angefertigt von früheren Kollegen. Wir haben uns dann entschieden, die runden Rippen aus ca. 10 cm dicken Sperrholzplatten auszuschneiden. Und zwar haben wir die runden Rippen, die man hier sehen kann, in drei Teile geteilt. Einmal der Teil, der die Wand bildet, wenn man so will, und auf der anderen Seite auch. Und der Teil, der in der Mitte das Dach bildet. Und diese einzelnen Stücke haben wir dann aus großen Sperrholzplatten ausgesägt. Wir hätten doch so und in der Zimmerei zusammengesetzt, indem wir diese 10 cm dicken Sperrholzplatten sind in Wahrheit nämlich drei Stück, die jeweils 3 cm stark sind. Und die haben wir dann an den Stellen, wo die zusammengefügt sind, das Wand- und das Dachbauteil überblattet. Auf ungefähr so eine Strecke, dass die eine Rippe von hier kommt und die andere Dachrippe von hier und die nächste wieder hinten dran und wir da eine stabile Verbindung herstellen konnten. Die wurde dann verleimt und vernagelt und so wurde aus drei Teilen eben ein Rippenbogen zusammengesetzt und von diesen Rippen haben wir dann entsprechend viele hergestellt und dann auf die Baustelle hier transportiert und ja, zusammengesetzt. Das ist ein, wenn alles gut geplant ist und alles gut vorbereitet, am Ende ein klein bisschen wie Lego-Spielen für große Jungs. Ansonsten gab es natürlich Meilensteine bei dem ganzen Hausbootbau, wie zum Beispiel das Betonieren des Pontons bzw. der Stapellauf, ne, wo dann der Ponton wirklich, der Betonkasten fertig war und das Schwimmdock abgesenkt wird. Man die Sektflasche gegen die Bordwand schmeißt und quasi die erste Schiffstaufe hat. Und dann vor allem auch feststellt, dieser Betonponton, der ja schon alleine 120, 130 Tonnen wiegt, ja, der schwimmt tatsächlich. Ne? Also ich stand da mit dem Polier der Betonbaufirma Mierwald dann am Rande des Schwimmdocks und der Polier sagt zu mir auch noch, also er hat das jetzt selber zigmal auch durchgerechnet und geprüft, dass das Schwimmen vom Gewicht her und der Verdrängung und so weiter, aber irgendwie glaubt er das nicht. Und da waren wir natürlich beide sehr erleichtert, als der Ponton tatsächlich schwamm und nicht untergegangen ist. Ja, sieht ja so ein bisschen aus wie ein Walgerippe, wenn man will. Eigentlich eine typische Bauweise im Holzbau, dass man Rippen baut. In dem Fall sind die jetzt rund, klar, das ist das Besondere daran, aber von der grundlegenden Technik ist das typischer Holzrahmenbau oder Holzrippenbau, wo ich diese runden Teile quasi im Abstand von ca. 80 cm aufbaue und mit einer Schalung belege. Innen kommt eine Dampfbremsfolie und in den Zwischenraum wird eine Dämmung eingeblasen. Von Hamburg nach Kopenhagen. In einem kleinen Stadthafen bilden 20 Hausboote eine Liga-Gemeinschaft. Hier leben Jeanette Lett und Ole Freil seit 2015, zusammen mit einem von 4 Kindern. Ole kann sich keinen schöneren Ort zum Leben vorstellen als seine Villa Aqua. This is the living room here. Das ist das Wohnzimmer. Ein sehr schöner Raum, meiner Meinung nach, mit einem sehr schönen Blick auf das Meer. Ja, it's very nice. And if we go in here, we can go to our bedroom, that's in here. Und hier kommen wir in unser Schlafzimmer.
Wir haben ja einen Fernseher und so weiter. Yeah, we have a telly and so on, so. Und es ist sehr schön, aus dem Fenster zu schauen, nice, wenn der Mond auf das Bett scheint. And having the moon in the bed. So. Ein Ort der Stille in der 560.000 Einwohnerstadt Kopenhagen. Der runde Aufbau zieht schon wegen seiner ungewöhnlichen Form viele Blicke auf sich. Die Villa Aqua erfordert von ihren Bewohnern aber auch viel Aufmerksamkeit. Wenn man Gäste hat, ich habe viele Gäste, muss man das Boot ausbalancieren. Wir hatten 10 Gäste und mussten hier 200 Liter Wasser zum Balancieren lagern. Das Boot würde nicht kentern, aber es wird, wie sagt man, es würde in eine unangenehme Schieflage geraten. Innen ist es sehr hügelig, wie der Däne sagt, wenn er es urgemütlich findet. Als wir noch in einem Haus gelebt haben, haben wir nur eine Familie in der Nachbarschaft kennengelernt. Aber hier treffen wir eine Menge Leute. Und das ist eine ganz andere Erfahrung in dieser Hinsicht. Und wir sind hier viel mehr draußen als früher in unserem Haus. Und das ist komisch, weil wir einen Garten hatten. Aber so ist es. Yeah, that's a bit funny because we had a garden, but it's like it is. Ein Nachbar von Ole und Jeanette paddelt vorbei. Ein Hausbootbewohner ohne Kanu, Paddel oder einem kleinen Motorboot ist hier kaum vorstellbar. Das Wasser lockt einfach immer zu Aktivitäten. Skiprun heißt der kleine ehemalige Fischereihafen. Hier lebt auch Mogens Steffensen. Im Jahr 2005 zog er mit seiner Familie hierher. Mittlerweile lebt er alleine auf seinem Boot. Große Ansprüche an Platz und Komfort hat er nicht. Die Küche ist klein, aber das ist okay. Es ist alles da und kann verriegelt werden. Ich fahre oft raus, deswegen ist alles sicher verstaut. Der Wein ist sicher, also funktioniert alles sehr gut. Steffensen kann mit seinem schwimmenden Heim sogar noch Geld verdienen, wenn ihm der Sinn danach steht. Das Boot kann immer noch gefahren werden. Wir könnten innerhalb einer halben Stunde rausfahren. Ich gehe fischen oder angeln. Wir gehen manchmal 4 Tage raus, um zwischen Wracks um Dänemark herumzutauchen. Wir können 6 oder 7 Taucher mitnehmen. Equipment haben sie an Bord. Das Steuerrad ist sehr alt. Es gehört zu unserer Maschine von 1960. Rustikal geht es auch unter Deck zu. Doch wie auf jedem Schiff ist der Platz begrenzt. Hier sind wir unter dem Heck. Wir haben 2 Doppelbetten und ein Einzelbett. Wir haben noch ein Badezimmer. Es ist also alles da. Wir können mit 6 bis 7 Tauchern an Bord sein. Es gibt ein Bett und einen Platz für jeden. Die Gemeinschaft hier kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Seit Mitte der 80er leben hier Menschen auf Booten. Es hat mit 5 Booten begonnen. In den ersten Jahren bestand die Gemeinschaft aus Menschen, die Boote gebaut haben. Es waren keine Wracks, aber fast. Und sie bauten sie auf und begannen darauf zu wohnen. Dafür brauchten sie dieses Gebiet an Land, um Baumaterialien zu lagern und so weiter. Also haben sie dieses Riesengebäude gemietet und sie konnten kleine Plätze für ihre Boote draußen haben. Inzwischen hat die Gemeinschaft von der Stadt Kopenhagen einen langfristigen Pachtvertrag für ihren kleinen Hafen bekommen. Es gibt zwar einen Geschirrspüler in der Kombüse und auch eine Heizung auf dem Boot,
Frostempfindlich sollte man dennoch nicht sein. Vor allem nicht im Winter. Das ist das Heizsystem an Bord. Selbst wenn wir minus 10 Grad draußen haben, werde ich drin immer noch meine 20 Grad haben. Es funktioniert sehr gut, aber verglichen mit einer normalen Zwei-Zimmer-Wohnung von 55 Quadratmetern verbrauche ich, glaube ich, dreimal so viel Elektrizität, um es schön warm zu kriegen. Verglichen mit einer Wohnung an Land zahle ich am Ende wahrscheinlich dasselbe. Der Kauf ist günstiger, aber die laufenden Kosten sind höher. Die Heizkosten, Versicherung, Instandhaltung, die Finanzierung, all das ist viel teurer als in einer normalen Wohnung. Weitaus luxuriöser geht es auf den Hausbooten auf dem Gotschesee in Sachsen-Anhalt zu. In der Anlage, die als schwimmendes Feriendorf gedacht ist, soll es den Urlaubern an nichts fehlen. Hausboote sind sehr beliebt. Auch bei Spinnen, denn die leben gern am Wasser. Da hilft nur regelmäßiges Fenster- und Fassadeputzen. Je nach Verschmutzung, je nachdem, wie viel Fliegen- und Spinnengewebe sich hier angesammelt hat. Und wenn halt mehr Regen war, sind die Scheiben auch schneller schmutzig. Und damit die Urlauber sich wohlfühlen können, dann muss es halt weggeputzt werden. Ich sag mal außenrum, 2 Stunden. Damit es sauber ist. Das 2015 in Betrieb genommene Resort kommt bei Feriengästen gut an. Die beiden Hausboote nebenan sind schon belegt. Familie Trust aus Mecklenburg-Vorpommern gehört zu den ersten Gästen. Ich empfinde das als sehr angenehm hier. Auch dieses leichte Schaukeln, was ja nichts überhand nimmt. Und auf dem Wasser, in der Natur, mitten in der Natur zu wohnen, mehrere Tage dann, das ist schon für mich vom Alltag abschalten, den Stress hinter sich lassen. Wir haben heute Morgen früh die Frühstücksbrötchen bekommen, wir haben Gaststätten in der Nähe, wir haben also eigentlich alles, was man benötigt für einen schönen Urlaub. Dass die Hausboote sehr schön liegen, muss sogar der Segler Sven Burand konstatieren. Ja, es ist natürlich noch viel ruhiger, sage ich mal, als im Hafen, weil die Natur ist pur, direkt vor Ort. Man liegt geschützt im Hafen, ideale Bedingungen eigentlich. Den Urlaubern wird neben Wasser, Ruhe und Erholung auch viel Abwechslung geboten. Mit einem sogenannten Tenderboot werden die Feriengäste heute abgeholt. Familie Trost hat einen Ausflug gebucht. Maxi Beuster empfängt die Gäste mit gekühlten Getränken. Maria Grütze löst die Leinen. Auf geht's zu einem Lokal in Bitterfeld. Seit der Entstehung von diesem Floating-House hier in Bitterfeld haben wir ganz, ganz viel auch zusammen brainstormt, wie kann man die Sache irgendwie cool zusammen machen, was kann man da together irgendwie zusammen gestalten. Dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch einfach was anbieten irgendwo, wo man deine Gäste einfach abholt, weil man ist ja auf diesem Floating House, man hat ja eigentlich alles, aber man braucht halt immer was zu essen irgendwo, ne, und was Schönes zu trinken. Ja, wir haben, wie gesagt, natürlich wegen dem Restaurant, wir holen euch ab, wir machen euch cool, eine coole Zeit bei uns, wir verwöhnen euch 2 Stunden lang, ihr könnt coole Cocktails trinken, weil ich muss ja gerne fahren, ne, und ich bringe euch ja wieder zurück. Maxi gibt auf der Überfahrt den Reiseführer. Die Hausbootgäste sollen ja unterhalten werden. Ich habe so Bilder gesehen und dachte schon, es ist nicht so schlecht. Aber das ist nur so cool, das hätte ich nicht gedacht. Also ich finde, es ist immer interessant, wenn man was für die Region tut, um einfach auch die Leute zu begeistern, immer wieder zu kommen. Und ich sehe es aus dem gastronomischen Winkel so, dass wir immer versuchen, irgendwas on top zu machen für die Gäste. Ein Erlebnis zu schaffen irgendwo, dass die Gäste sich immer gerne daran erinnern, wie schön es eigentlich in Bitterfeld ist und natürlich auch durch die Mundpropaganda immer neue Leute mit herbringen und somit die Region Stück für Stück wächst. Sozusagen aus dem alten Ruf raus, weil Bitterfeld ist ja bekannt, so als Chemieparadies irgendwo. Und gegen diese Vorurteile haben wir natürlich anzukämpfen. Ja, das Maritime ist ein gutes Gefühl. Das ist toll. Dass das Boot schaukelt, das ist gut. Es ist schon ein anderes Lebensgefühl hier auf dem Wasser, die frische Luft. Das ist schon toll. Der Hol- und Bring-Service mit dem Elektroboot ist für die Urlauber kostenlos. So,
Maxi geleitet die Familie Trost bis ins Lokal Sehnsucht. Von der Kooperation profitieren alle. Die Hausbootgäste haben etwas Abwechslung, das Restaurant zusätzliche Gäste und das Gotcha Resort zufriedene Kunden. Hier wirkt Bitterfeld fast ein wenig mediterran. Hamburg. Der Bau seines Hausbootes hat ein ganzes Jahr gedauert. Es ist jedoch nicht das einzige Hausboot, das Daniel Wickersheim entworfen hat. Als Architekt verdient er mit der Planung von Hausbooten mittlerweile auch einen Teil seines Lebensunterhaltes. Die Zimmervermietung ist für ihn dagegen mehr Hobby als Gelderwerb. Dass er und seine Feriengäste sich auf seinem Hausboot sehr nahe kommen, ist für den geselligen Architekten aber kein Problem. Im Gegenteil. Das ist einer der gemeinschaftlich genutzten Bereiche. Ja, hier sitzt man dann abends, sowohl die Gäste, wenn ich dann von Arbeit nach Hause komme, abends, meistens ist das bei mir ein bisschen später, dann trifft man sich hier vielleicht auch. Das Hausboot hat ja eine besondere Form mit der runden, ovalen Röhre, die eine gewisse Geborgenheit, Hüllenhaftigkeit auch ausstrahlt. Natürlich hat das auch ein paar Nachteile. Man kann an den runden Wänden schlecht Bilder aufhängen oder die alte Schrankwand aufbauen. Das ist einfach nicht möglich. Das wusste ich natürlich auch vorher bei der Planung. Deswegen arbeitet man hier eher mit Einbausystemen. Damit funktioniert das ganz gut, aber das muss man planerisch berücksichtigen. Das einzigste Möbelstück, was ich aus meiner alten Zeit mitgenommen habe, sieht man da drüben. Das ist die Schwarzwald, aus dem Schwarzwald mitgebrachte hölzerne Kommode für das Gästebad. WC, Waschbecken, Dusche, alles da auf kleinem Raum. Ich habe versucht, das mit einfachen Möglichkeiten schön zu gestalten. Das sind keine teuren Fliesen, aber wir haben hier eine dunkle Fliesenscheibe sozusagen, die die Dusche bilden und der restliche Bereich mit hell gehaltenen Fliesen. So hat man mit einem einfachen Trick eine angenehme Badgestaltung, die jetzt auch von den Materialien her nicht teuer ist, aber natürlich einiges an Planung und Designleistungen erfordert. Jetzt kommen wir in meinen privaten Bereich. Wir gehen durch das Bad durch, ein Durchgangsbad mit Waschbecken und schönem Ausblick wieder auf die Wasserfläche. Auf der anderen Seite WC mit einer Duschkabine und sogar einer Badewanne. Ja, und Baden ist natürlich herrlich im Winter, in der kalten, wenn draußen kaltes Wetter ist, der Kanal zugefroren ist, in einer heißen Badewanne zu liegen und dabei rauszugucken, das ist natürlich ein ganz tolles Erlebnis. Weiter durchs Bad durch kommen wir dann in mein Zimmer, ich nenne das immer Kapitänskajüte, mit einer ganz kleinen Terrasse davor und einem wunderschönen Blick Richtung Osten, wo morgens die Sonne aufgeht. Die Überlegung war, die Grundrissgestaltung so aufzubauen, dass die Tagesabläufe quasi auch dem Sonnenverlauf folgen. Hier im Osten das Schlafzimmer, wo ich aufwache, wo die Sonne aufgeht. Und ganz am Ende kommt das Gästezimmer. Früher war das mal als Arbeitszimmer geplant, ne? Dass man so über den Tag immer sich weiter durch das Hausboot durcharbeitet und abends, wenn die Sonne untergegangen ist, dann wieder zurück. Als weitere Inspiration für das rund 100 Quadratmeter große Hausboot diente der längliche Rumpf einer Yacht mit Schlafkojen an beiden Enden. Dennoch ist sein Schwan ihr Haus als Boot. Das Hausboot hat auch einen Keller, einen Schiffsrumpf. Hier unten habe ich unter anderem auch meine Pellets gelagert für den Ofen. Ein Keller im Hausboot ist erstmal ungewöhnlich. Normalerweise rate ich meinen Einfamilienbauherren immer von einem Keller ab. Ich habe jetzt hier einen Keller, der sich aufgrund von der Konstruktion als Schwimmkörper eben ergeben hat. Ganz am Ende kann man Stapel von Waschbetonplatten erkennen.
Das sind für mich die Trimgewichte, weil das Hausboot nie ganz exakt in Waage liegt und man das immer wieder mal ein bisschen austarieren muss. Wenn ich jetzt neue Möbel angeschafft habe oder selbst die Kücheneinrichtung, Geschirr irgendwie in die Küchenschränke eingeräumt habe, dann hatte das Hausboot wieder ganz leicht Schlagseite. Da musste ich wieder 5, 6 Trimgewicht, Gehwegplatten von der einen auf die andere Seite stapeln, um das auszugleichen. Neben einer modernen Wärmedämmung sorgt ein Pelletofen dafür, dass es auch im Winter wohlig warm ist. In der kalten Jahreszeit verbraucht Daniel Wickersheim 1 bis 2 Pelletsäcke pro Tag. Ja, dieser Pelletofen ist natürlich zentrales Kernstück des Heizkonzeptes. Strahlt nicht nur Gemütlichkeit aus, sondern heizt das ganze Hausboot, die Fußbodenheizung und sorgt auch für die Warmwassererwärmung über den Pufferspeicher im Keller. Aufgrund dieses Heizkonzeptes belaufen sich Wickersheims Heizkosten im Jahr auf gerade einmal 500 Euro. Aber der Pelletofen ist noch nicht alles. Hier sehen wir jetzt das Hausboot von außen mit der Blechfassade und man kann ganz schön sehen, auf den Gauben, auf den geraden Flächen sind Photovoltaik-Elemente eingebaut zur Stromgewinnung, zur solaren Stromgewinnung. Das Schöne an einem offiziellen Liegeplatz ist dann unter anderem auch, dass man wirklich eine offizielle Adresse hat mit einer Hausnummer, einem Briefkasten und auch hier gemeldet sein kann. Ich liege hier wunderschön mitten in der Stadt auf einer Wasserfläche. Ja, dann hoffe ich, dass ich hier die nächsten Jahre, Jahrzehnte wohnen bleiben kann und kann mir eigentlich auch nichts anderes mehr vorstellen. Langsam aber sicher erreicht das neue Hausboot seinen finalen Liegeplatz auf dem Gotschesee. Jetzt nur noch rückwärts einparken und festmachen. Dass es gleich noch brenzlig wird, ahnt niemand. Maria Grütze hilft beim Navigieren. Ich schiebe ihm gar nichts machen. Nein, stopp! Zurück, bleib, zurück! 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 Das sind ja hohe Gewichte, mit denen man hier unterwegs ist. Und wenn man die erstmal einmal in Bewegung hat, die wieder abzubremsen, da gehört ein bisschen was dazu. Das muss man so ein bisschen mitkalkulieren. Und man kann jetzt auch nicht mit so einem Schubboot und mit so einem Ponton dran einfach mal so eine Kurve fahren. Man dreht sich zwar, aber dann fährt er halt seitlich. Ne? Also bis man den dann wieder auf die neue Bahn hat, das geht so einfach nicht. Jetzt müssen noch die Stoßdämpfer arretiert werden. Ja, jetzt gehen wir runter. Geschafft. Maria Grütze denkt aber schon an die nächste Herausforderung. Das Schwierigste ist jetzt eigentlich das Einrichten. Dass es zeitnah alles passiert, dass die Leute dann ihren Urlaub antreten können, weil das nächste Woche bereits in der Vermietung ist. Jetzt müssen noch die Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen werden. Klappt jetzt alles hier unten? Ja. Hier unten ist alles in Ordnung. Wann ist die Abwasseranlage dann im Betrieb? Ich denke mal heute Nachmittag. Okay, sehr schön. Das sind alles meine Babys. Obwohl es eigentlich nicht meine Boote sind, aber ich sehe sie trotzdem alle als meine Babys an. Ja, ich möchte jedes auch anders einrichten, individuell und stecke da schon viel Liebe rein eigentlich. Also ich möchte auch, dass die Leute sich wirklich wohlfühlen und zufrieden sind. Für viele Menschen wird sich ein Traum erfüllen. Wenn schon nicht Leben auf einem Hausboot, dann wenigstens Urlaub machen.